Umweltspezialisten. Ich könnte schon in einem Monat befruchtet werden. Ehrlich? Wer wird es erst jetzt? Nun, ich habe ihm versprochen, dass ich ihn nicht damit belästige. Ganz genau, weil wir beide nämlich eine Vereinbarung haben. Ich dachte, diese Sitzung würde dazu dienen, dass Sie sehen, wie wir als Partner miteinander umgehen. Was hat das damit zu tun? Sie wollen mit Hilfe von Agent Bruce ein Kind kriegen. Ich verstehe nicht, was das mit Ihrer Partnerschaft zu tun haben könnte. Es hat nichts mit unserer Arbeit zu tun. Wow. In Ordnung. Ich muss mal kurz meine Gedanken ordnen. Ich werde das Kind ja wohl nicht mitbringen, wenn wir vorhaben, jemanden zu verhören. Du willst das Kind vielleicht stillen. Das ist nämlich viel gesünder. Oh, du hast recht. Also es könnte ein paar Schnittpunkte geben. Das könnte gut sein. Tut mir leid, machen Sie weiter. Ich denke, Sie sollten sich darüber klar werden, dass es einige emotionale Überlegungen gibt, die Sie vielleicht verdrängen. Was meinen Sie? Es gibt Spermienbanken, die garantieren hohe Intelligenzquotienten und außergewöhnliche physische Leistungsfähigkeit. Doch Sie haben Agent Bruce ausgewählt. Wieso? Nun, er hat Charakterzüge wie Mut und Mitgefühl und Einfühlungsvermögen, die garantiert meinem Kind zugutekommen würden. Spermienbanken führen diese Charakterzüge nicht auf. Hast du gerade was Nettes gesagt? Nein, ich habe eine objektive Bewertung abgegeben. Oh, es hat nämlich so geklungen, als hättest du was Nettes gesagt. Nein. Wieso merken Sie beide nicht, was hier los ist? Sweets, was ist so schlimm daran? Sie will ein Baby bekommen, egal von wem. Ich meine mit Fischer. Fischer, klar. Was hätten Sie denn gemacht? Was ich getan hätte, ist nicht wichtig. Aber Sie haben zugegeben, dass Sie nervös waren. Hören Sie, Sweets, jetzt gehen Sie einen Schritt zu weit. Das finde ich auch. Nein, das mache ich nicht. In meiner Position könnte ich eine Beurteilung abgeben, in der steht, dass Sie beide nicht dazu geeignet sind, zusammenzuarbeiten. Weil Sie zwischenmenschliche Probleme haben, die verdrängt werden. Das ist lächerlich. Träume. Vielleicht sollten Sie zu unserer nächsten Sitzung über das nachdenken, über das ich heute geredet habe.